Habt ihr schon mal was vom blinden Ritter gehört? Nein, das ist kein Essen oder eine bildliche Umschreibung. Es war ein echter Ritter im Mittelalter, der sogar an Schlachten teilnahm. Willkommen bei den Kurzhistorien. Unser blinder Ritter hieß mit vollem Namen Johann von Luxemburg oder auch Johann von Böhmen. Er war ein berühmter Turnierkämpfer und galt als Verkörperung des Rittertums. Wie für Fürsten im Mittelalter nicht ungewöhnlich, hatte er ein zersplittertes Herrschaftsgebiet, das ihr hier sehen könnt. Er war König von Böhmen, Titularkönig von Polen, Markgraf von Mähren und Graf von Luxemburg. Es gibt viel über ihn zu erzählen, zum Beispiel, dass er fast römisch-deutscher König und damit gegebenenfalls Kaiser geworden wäre, aber er scheiterte letztlich daran. Oder dass sein wankelmütiger Sohn den Traum seines Vaters umsetzen konnte. Er wurde zu Kaiser Karl IV., einem der bedeutendsten Kaiser des Spätmittelalters. Aber warum war er denn blind? Warum er Ritter genannt wurde, haben wir ja schon verstanden. Nun, in seiner Familie gab es eine Erbkrankheit, die letztendlich zur Blindheit führte. Als Herrscher war das zwar schwierig, aber doch irgendwie machbar. Aber er sah sich halt auch als Kämpfer. Er nahm zum Beispiel an der berühmten Schlacht von Crécy teil. Diese Schlacht war ein bedeutendes Ereignis zu Beginn des Hundertjährigen Krieges. Bei diesen Kämpfen zwischen England und Frankreich ereilte Johann sein Schicksal. Die genaue Ursache ist nicht überliefert. Sein Sohn, der spätere Kaiser, hatte sich vom Schlachtfeld abgesetzt. So ritt Johann praktisch alleine mitten in die Schlacht, blind, und verlor dabei sein Leben. Nach einer Legende wurde seine Leiche vom damaligen Prince of Wales, Edward of Woodstock, gefunden. Dieser wusste von der Blindheit Johanns und auch von seinem guten Ruf. Daher rief er bewundernd aus: „Hier liegt der Fürst der Ritterlichkeit, doch er stirbt nicht." Der Prince of Wales übernahm aus Respekt die Helmzierde Johanns und damit auch seinen Wahlspruch: „Ich dien." Dieses Motto in Deutsch wird noch heute vom jeweiligen Prince of Wales genutzt. Hier sehen wir das Wappen. So ist Johann zwar am Kaisertitel und anderen Ansinnen gescheitert, aber sein Ruf und sein Motto leben bis heute fort. In Luxemburg gilt er als Nationalheld. Es gibt ein schlechteres Vermächtnis. Jetzt würde mich zum Schluss noch interessieren, ob ihr vorher schon mal vom blinden Ritter gehört habt und die Geschichte für euch interessant war. Schreibt es mir bitte in die Kommentare.